Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, dem Podcast von Privatanleger für Privatanleger. Und ich weiß, ich habe immer noch keine Titelmelodie, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. Dafür habe ich wieder einen sehr interessanten Gast heute eingeladen, und zwar Leon. Er ist noch sehr jung, 21 Jahre, gerade mal alt, ist aber schon IT-Berater von Beruf. Ja, und was das genau ist, was er da so macht, das wird er uns heute unter anderem in der Ausgabe über Human Capital erzählen. Also heute geht es so ein bisschen um das Thema Ausbildung, Karriere und natürlich aber weiterhin auch um das spannende Thema Investments. Und neben Aktien und so weiter hat Leon nämlich auch schon ein anderes interessantes Investment für sich entdeckt, und darüber wird er auch heute mit uns sprechen. Aber zunächst mal, ja. Sag doch erstmal kurz Hallo und stell dich kurz vor und sag uns, wer du bist und was du machst. Ja, danke, Koya. Auch für die Möglichkeit, hier im Podcast teilzuhaben. Mein Name ist Leon, wie Koya auch schon sagte. Ich bin 21, IT-Berater. Der Weg dahin war nicht unbedingt geradlinig. Okay. Das heißt, ich habe erstmal, wie jeder wahrscheinlich, die Schulbank gedrückt. Gymnasialzweig. Allerdings dann wurde mir klar in der 11. Klasse, dass mein Schwerpunkt, den ich damals gewählt habe, das war Elektrotechnik, nicht so ganz passt. Und ich war auch schulisch nicht so motiviert. Sprich, ich hatte Besseres zu tun in dem Alter, da war ich so 16. Ja. Und dann habe ich entschieden, es gab entsprechende Auseinandersetzungen mit den Eltern, dass ich halt eben die Schule abbreche. Aber ich hatte halt eben auch einen Grund, die Schule abzubrechen, und ich hatte ja auch die Ausbildung dann schon sicher zu dem Zeitpunkt. Okay. Das war dann die Ausbildung zum Fachinformatiker. Ja. Systemintegration, da gibt es zwei Richtungen. Einmal den Programmierer, das ist der Anwendungsentwickler, und der Systemintegrator. Okay. Und der beschäftigt Systemintegrator, sich. das klingt geil. Ja, es klingt toll, aber die Inhalte sind jetzt. Das klingt so ein Also bisschen wie es. Terminator. Ja, genau. Aber Das es ist ist nicht ganz so quasi. spannend, oder? Ja, doch, das ist schon okay. Also es ist eine Okay. sehr allgemeine IT-Ausbildung im Grunde. Okay. Und da ich halt eben grundsätzlich aber wusste, schon Ja. innerhalb der ersten 2 Wochen der Ausbildung, das ist nicht so das, was du dir vorgestellt hast. Ja. Also der Beruf schon, aber die Firma nicht so ganz, habe ich Ja. mir gedacht, Leon, du musst noch mehr machen. Und ich konnte eh nochmal abbrechen, war keine Option. Dann habe ich das Ja. Ganze durchgezogen, und nebenbei gab es noch die Möglichkeit, auf der Berufsschule das Fachabitur abends nachzumachen, was ich auch noch Ja. wahrgenommen habe. Und ja, es war eine harte Zeit, aber letztendlich hat sich das ausgezahlt. Okay. Man hätte das Ganze auch noch ein Jahr danach machen können, also ein Jahr extra in die Schule nach der Ausbildung. Ja. Aber wenn man einmal also ein Einkommen auch hat, dann möchte man da auch ehrlich gesagt, dann hat man sich daran gewöhnt und möchte eigentlich sogar je nach Mindset mehr und mehr. Und Ja. nachdem die Ausbildung auch gut gelaufen ist, hatte ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache nun mein Wirtschaftsinformatikstudium, oder ich nehme eine Chance wahr und arbeite halt eben in der IT-Beratung. Da hatte ich halt eben eine Chance und ein Assessment Center, also ein Assessment Day, sprich ein Vorstellungsgespräch, Bewerbungsrunde. Ja. Und ich habe mir gesagt, wenn das Ganze klappt, dann werde ich das machen und werde das Studium erstmal ja, vertagen oder vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, denn es ist eine amerikanische Firma, und die Kultur von amerikanischen Firmen, die ist nicht so ganz wie in deutschen Unternehmen. Da kann man auch ohne Studium durchaus Ja. gut Karriere machen. Darf Ja. man wissen, was es ist für ein Unternehmen, oder ist es an? Ja, warum nicht? Also es ist Accenture. Das ist Okay, eine kenne ich nicht. die führende IT-Beratung. Okay, cool. Genau. Soweit zu mir, zu dem beruflichen Hintergrund. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich für den Anfang. Nein, 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 überhaupt nicht. Also wahrscheinlich sogar, da werden noch einige Fragen gleich kommen Ja. zu dem Thema, weil das ist ja auch das Hauptthema für die heutige Episode. Ja, also Ausbildung, Beruf und Karriere. Das hat einfach am besten hier, glaube ich, gepasst zu dem, was wir uns vorher per E-Mail geschrieben haben. Und wie bist du zu dem ganzen Thema Aktien gekommen und auch zu unserer Community? Wo hast du das zum ersten Mal gesehen, und wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Okay, also grundsätzlich Thema Aktien war
schon durch mein Vater oder innerhalb der Familie gab es auch schon diverse Anlagen halt eben. Da habe ich das immer so am Rande mitbekommen. Ja. Und dann spätestens, wenn es halt in die, jetzt hier in meinem beruflichen Umfeld, lernst du viele Kollegen kennen, sprichst viel, Ja. fragst natürlich auch, was die so machen. Und im Prinzip viele junge, also insbesondere junge Kollegen, Ja. die haben sich auch noch gar nicht damit so auseinandergesetzt mit dem Thema. Okay. Was aber grundsätzlich ja jeder machen sollte. Also insbesondere, wenn man dann ans bisschen mehr in die, ja, sage ich, wie soll ich sagen, kein Ausbildungsgehalt mehr verdient, sondern etwas mehr, Ja. dann muss man sich halt eben auch Gedanken machen, was macht man mit dem Geld, Ja. wenn man noch nicht so viele Ausgaben auch hat. Ja. Und da war das Thema Aktien da natürlich auch Google-Treffer Nummer 1. Und da musst du dich natürlich da erstmal Wissen aufbauen, um zu schauen, okay, wie mache ich das Ganze? Wie gehe ich das am besten an? Ja. Und eine Quelle halt eben immer zum Wissensaufbau ist, also YouTube genial. Also insbesondere, wenn man von Thematiken erstmal noch neu ist, Einsteiger ist, da kann man über YouTube immer, je nachdem, welcher Kanal oder welche Leute das erklären, wirklich gute Ja. Lernergebnisse oder Fortschritte erzielen. Das Ja. Ganze dann noch ein bisschen vertiefen mit anderen Quellen, also seien es jetzt Bücher oder selbst im Internet recherchieren, Kollegen fragen, Freunde fragen, ja. Also so hat sich das Ganze dann immer mehr in meinen Kopf geprägt, das ganze Aktienthema, bis ich dann halt eben auch gesagt habe, okay, ich will es jetzt auch durchziehen. Habe mir dann ein Buch gekauft bei Amazon. Welches war das? Das war Börse leicht verständlich. Okay. Das kostet mittlerweile nur 15 Euro. Ich hatte es für 19 gekauft. Also ist auch nicht teuer und ist auch ehrlich gesagt nicht allzu umfangreich. Es erklärt halt eben so die Basics Ja. über sämtliche Anlagemöglichkeiten und Formen. Auch schon etwas weitergehend, Hebel, Optionsscheine und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, da hatte ich schon von vornherein mir gesagt, sowas mache ich nicht. Auch keine Einzelaktien, da reicht mir meine Zeit nicht für aus. Ja. Weshalb ich dann auch schnell beim Thema ETF war. Ja. Ja. Das war dann auch schon erklärt da drin in dem Buch, ja? Ein bisschen so ETF und so. Genau, Okay, das war, da super. gab es auch schon Erklärungen im Buch zu, aber Ja. nur so alles umrissen. Und dann bin ich halt eben auf deinen Kanal dadurch gestoßen, auf die ETF-Serie. Okay. Und da habe ich auch direkt gemerkt, die Videos, das hilft einem echt schnell weiter. Und letztendlich habe ich auch die Strategie, die du oft empfiehlst, Ja. die habe ich dann letztendlich auch angewendet, also einen ETF-Sparplan zu erstellen. Vor allem halt eben auch wegen dem Grund, dass man nicht gleich viel investieren muss. Ja. Also insbesondere als Einsteiger ist jetzt auch egal, wie viel Geld man zur Verfügung hätte. Ich bin da trotzdem erstmal vorsichtig Ja. und habe erstmal nicht so viel investiert. Ja. Ja, das ist auch einfach sehr gut, weil es so ein bisschen die Emotionen rausnimmt, ja. Also du investierst, heißt monatlich automatisiert und auch wenn es sozusagen mal runter geht oder mal hoch, um das Ganze so ein bisschen kennenzulernen. Letzte Woche hatten wir das Gespräch mit Christopher, der halt auch schon in relativ jungen Jahren den ersten Crash miterlebt hat. Und wenn man das einmal durchgemacht hat, dann ist man schon so gereift einerseits oder man ist gleich weg vom Fenster und investiert nie wieder in Aktien. Aber wenn man clever ist, ist man dann halt schon mental auf jeden Fall einige Schritte weiter, ja. Okay, wunderbar. Definitiv. Also das fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Du hast also erstmal dein Gymnasium abgebrochen. Die Frage, was die Eltern dazu sagen, die wollte ich stellen. Die hast du dann automatisch beantwortet. Aber du hast im Prinzip schon genau gewusst, was du im Prinzip machen willst beruflich. Woher wusstest du das? Hast du irgendwie mal einen coolen Film gesehen oder war das einfach irgendeine Eingebung? Haben dich so Computer und so immer schon fasziniert? Oder Ja. woher wusstest du so genau, dass du jetzt zum Beispiel auch nach 2 Wochen Ausbildung in diesem einen Betrieb, dass du das dort nicht machen wolltest und so? Hattest du da irgendwie eine, oder war das einfach schon immer dein Ding so? Ja, also das kam durch einen Schulfreund. Der hatte damals, auch zu dieser Zeit, an der ich die Schule abgebrochen habe, Ja. hatte er lustigerweise den Schwerpunkt Informatik gewählt und ich Elektrotechnik. Und ich kam mit diesem mathematischen Elektrotechnik, kam ich nicht klar. Ja. Und durch den wurde ich da ein bisschen so
beeinflusst, sage ich mal. Es hat mich schon immer interessiert. Da habe ich auch als, ja, 14-, 15-Jähriger rumgeschraubt an Ja. diversen Rechnern und dann habe ich halt eben diese Ausbildung begonnen. Ja. Und obwohl mein Betrieb halt eben nicht der beste war, habe ich halt eben trotzdem alles gegeben, auch in der Berufsschule. Ja. Und hatte auch dann letztendlich das Beste, den besten Abschluss innerhalb der IHK. Okay, super. Genau, aber letztendlich ist es halt eben wirklich eine sehr allgemeine Ausbildung und vom Level her, also da kannst du auch schon mit mittlerer Reife einsteigen, bin ich ja letztendlich auch, weil ich hatte ja kein Abitur zu dem Zeitpunkt. Ja. Und also sehr zu empfehlen. Für Leute, die jetzt überlegen, eine Ausbildung anzufangen und wissen nicht genau, welcher Bereich, wäre auf jeden Fall das auch, wenn es hier jüngere Zuschauer gibt, eine Möglichkeit. Also informiert euch ruhig mal, Fachinformatiker. Ja. Insbesondere eben im Bereich Informatik, da wird stark gesucht. Sonst wäre ich auch jetzt nicht dort, wo ich jetzt gelandet bin, denn die Nachfrage also an IT-Beratung, die ist Ja. mittlerweile so groß, dass halt eben nicht nur noch Absolventen in die großen Beratungsfirmen Verstehe. eingestellt werden, sondern auch mittlerweile Auszubildende bzw. ausgebildete Kräfte. Die auch Und noch sehr jung genau. sind und noch keinen imposanten Lebenslauf eigentlich haben, so oder Genau, obwohl genau. man auch wieder hier sofort sieht, und das ist ja immer mein Credo, Aktien, Ausbildung und Arbeit, beziehungsweise eigentlich Arbeit, Aktien, Ausbildung, so klingt es noch besser. Aber das ist halt auch dieses Durchziehen und dieses Vollgas geben schon in der Ausbildung halt, um halt, ich meine, man muss nicht gleich als Bester abschließen, umso besser, wenn es passiert, aber es können nicht ja alle als Beste abschließen. Aber das Durchzuziehen mit guten Noten, das ist ja auch eine der wichtigsten Sachen schon für die weitere Entwicklung. Also natürlich kann man es auch ohne gute Noten noch schaffen, aber natürlich lernt man auch dadurch mehr und diese Disziplin sich anzueignen. Das ist im Prinzip genau diese Sache, wo es auch drauf ankommt. Ja, eine Sache schreibe ich mir schon mal auf schnell, die wir gleich noch dann, die mich noch interessiert. Und dann hast du, wo meintest du, du hast dann schon auch Geld verdient parallel dazu in dem Betrieb, ne? In dem Ja, Ausbildungsbetrieb. Und richtig, genau, genau. und das war ja der Grund, dass du gesagt hast, ich habe jetzt keine Lust nochmal zu studieren, weil ich verdiene jetzt schon Geld und warum jetzt nochmal studieren, richtig? Ja, also der Grund war nicht die Ausbildungsvergütung, sondern der Grund war dann eher die Möglichkeiten nach der Ausbildung Geld zu verdienen Ah, oder auch okay. generell die Möglichkeiten sich Ja. dort, also ich sag mal, Geld verdienen und Weiterbildung, das kannst du eigentlich gleichzeitig schwer nur machen. Also das heißt, da musste ich mich ja schon entscheiden, okay, Studium oder jetzt bei einer großen Beratungsfirma, wobei ich sagen muss, dass halt eben wirklich, wenn man die richtige Firma hat, Ja. man halt eben sehr viel lernt in kurzer Zeit. Also man sagt auch, ein Berater ja gleicht 3 Berufsjahren in der normalen Berufswelt. Also es ist halt eben so, dass auch generell die Erwartungen als Berater, du hast mehr Druck. Der Kunde im Prinzip erwartet sich was von dir. Der Ja. weiß auch nicht, der Kunde weiß nicht, dass ich letzten Sommer noch Azubi war. Ja. Also Der das nimmt auch ist keine schon Rücksicht darauf, weil der kennt richtig. ja eure Tagessätze und muss die zahlen. Genau, ja. Genau. Aber interessanter Nee. Denkansatz. Ja. Also ich bin absolut der Überzeugung, dass du natürlich in der Praxis lernt man immer am meisten. Natürlich kann es sein, dass dir einige theoretische Modelle im Kopf fehlen noch, die du Richtig. vielleicht im Studium lernst. Also mein Bruder beispielsweise, hat sein MBA einfach noch ein paar Jahre später danach gemacht, ja. Das heißt, wenn du halt, also ich weiß ja nicht, wie deine Firma gestrickt ist, aber du hattest ja schon anklingen lassen, dass die auch halt da in dadurch, dass eine amerikanische Firma ist, beispielsweise etwas offener sind für auch junge Leute und so. Bei meinem Genau. Bruder arbeitet auch für eine amerikanische Firma, für Flowserve, so ein riesiges Maschinenbauunternehmen. Okay. Und die sind, glaube ich, sogar im S&P 500, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Ja, der hat einfach so viel Gas gegeben, die ersten Jahre in der Firma, dass er quasi fast schon unverzichtbar wurde in seinem Bereich. Und dann haben sie ihm nochmal danach, weil er sich noch weiterbilden wollte, also er hat studiert Maschinenbau auf Diplom und so. Dann wollte er sich aber noch weiterbilden auf Management-Ebene und so und hat dann noch sein MBA nachgemacht. Und dadurch, dass er halt aber in der Arbeit so Gas gegeben hat, haben sie ihm sozusagen
Das ist das Krasse, diesen MBA komplett bezahlt in Form davon, dass sie einfach sein normales Gehalt von einem Ingenieur einfach weiter bezahlt haben, obwohl er teilweise 2 Wochen irgendwo in Aachen studiert hat am Stück. Und dann ist er zwischendurch immer noch gependelt. Und so hat er danach sein. Und ich will dadurch im Endeffekt nur sagen, dass es auf einen selber ankommt, halt, wie gut man ist. Und was die Ergebnisse sind, und dann tun sich auf einmal Möglichkeiten auf, die häufig irgendwie erstmal verschlossen zu sein scheinen oder wo irgendwie man denkt, ja, das ist doch normalerweise in diesem Tarifvertrag oder so weiter nicht möglich, ja. Nun, wenn man halt gut ist, dann ist alles möglich, auch in einem großen Unternehmen. Absolut richtig. Ja. Ja, gerade Aber dazu. lass uns ganz kurz, oder wolltest du jetzt noch konkret dazu was sagen? Ja, nur ganz kurz noch die Notiz. Da ist es halt genau das, was du sagst. Es gibt ein jährliches Rating bei uns für jeden Mitarbeiter. Und wenn du in die Ratingstufe significantly above kommst, dann hast du die Möglichkeit, auch ein Studium, ein Fernstudium in dem Falle, finanziert zu bekommen und eine 4-Tageswoche auch dir zu nehmen. Ja, Also aha. diese Möglichkeiten gibt es. Das heißt, Also da ist wie es sogar schon ein System bei dir in der Firma, ja? ja, also wie du schon Ja. sagst, die Möglichkeit, die gibt es halt, genau. Natürlich Ja. ist es quasi planbar, ja, das ist System. Aber sicherlich gibt es in anderen Firmen auch Möglichkeiten, die nicht direkt so auf dem Blatt Papier stehen, Ja. wo man dann halt eben, wo dann auch Eigeninitiative gefragt ist und einfach Ja. kommunikativ auch mit Vorgesetzten, Kollegen reden, was ist möglich. Genau, da keine Angst haben. Sehr, sehr, sehr gut. Wir gehen ja gleich noch intensiver in das ganze Thema Karriere ein. Ich habe auch noch einige Fragen zum Beruf und aber lass uns doch noch mal kurz, bevor wir jetzt auf Human Capital dann eingehen, ganz kurz noch mal zu dem Thema Aktien zurückgehen und Investment, weil das fand ich sehr interessant, was du dort mir kurz in der Mail geschildert hattest. Und zwar nicht zum Thema Aktien, sondern alternative Investments. Da bist du ja Ja. auch ein bisschen aktiv, richtig? Genau. Das ist auch wieder eine Story. Das heißt, ich muss das, während der Ausbildung wohnte ich bei meinen Eltern. Ja. Und die Ausbildungsstätte, die Ja. war auch direkt in meiner Heimatstadt. Also ich hatte quasi Ja. kein, also meine Eltern waren auch so nett. Gut, ich war 17. Ja. Ich musste nichts abdrücken, das heißt, ich hatte tatsächlich das Geld auch für mich. Ja. Und ich habe dann gespart und habe mir am Ende, als ich die Ausbildung, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, man muss Ja. sich ab und zu belohnen. Oder man darf sich belohnen. Ich habe mir dann einen Oldtimer gekauft. Okay, was für ein? Das ist ein alter 6er BMW, Baujahr 1980, also der ist jetzt 35 Jahre alt. Geil. Den habe ich vor 2 Jahren gekauft über Okay. mobile.de und der ist jetzt die letzten 5 Jahre 60% im Wert gestiegen. Okay. Seitdem ich ihn gekauft habe, ist er jetzt 3000 Euro mehr wert geworden. Allerdings habe ich auch investiert und man hat ja auch Unterhaltskosten. Deshalb darf man das nicht so richtig als Investment sehen, sondern man muss auch Spaß bei der Sache haben. Aber es ist ein netter Nebeneffekt, dass man quasi keinen Wertverlust hat. Ja. Dazu, das ist noch ein Oldtimer, das heißt, man hat da gewisse steuerliche Vorteile durch die Haarzulassung und auch die Versicherung ist echt günstig. Ist halt kein Alltagsauto, klar. Okay, das heißt, du hast den gar nicht in Betrieb, sondern der steht dann vielleicht ab und zu mal zu einem Oldtimer-Treffen oder so, oder aber ansonsten steht der irgendwo einfach. Ja, der steht in, wir haben das, wir leben quasi, mein Opa war Bauer, wir haben Ja. noch eine Scheune und da steht der drin, Ja. abgedeckt, aber es ist schon so, dass ich damit öfter auch mal fahre. Oldtimer-Treffen ist das Problem, das sind sehr viele alte Menschen, nicht so, also es ist halt wirklich so. Oldtimer halt. Ja, das ist halt auch, da muss man sagen, Ja. ich kenne wenig Leute, die dann auch schon sich da irgendwie was gekauft haben, also es ist ja auch wirklich nicht alltäglich, aber Ja. ja, das war einfach so. Ich wollte ein Auto kaufen, wenig Unterhaltskosten, deshalb H. Und es sollte dann auch noch mit dem Hintergrund Wertsteigerung Ja. was haben. Und dann habe ich mich für den BMW entschieden. Der Zustand war auch nicht ganz so gut, aber da konnte mir mein Vater halt eben auch helfen, weil der hat auch schon ein Ja. bisschen Erfahrung in Oldtimer-Schrauberei. Er hat auch selbst einen und das ging dann ganz gut. Also ohne Know-how ist das natürlich auch nicht so einfach. Wobei in Zeiten des Internets geht alles. Also man kann Ja. sich da super informieren. Es gibt Facebook-Communities weltweit von diesem speziellen Modell.
Da kriegt man jedes Ersatzteil, man kriegt überall Anleitungen, wie man was reparieren kann. Super, ja, Ja, die Macht des also Internets. Ja. genau. Und beim Kauf von warst du einfach immer schon ein BMW-Fan oder nach welchen Kriterien hast du diesen Wagen ausgewählt? Also hattest du das so ein bisschen antizipiert, dass der im Wert noch steigen wird? Hast du den mit anderen Modellen, anderen Autos verglichen? Wie war da deine Herangehensweise da? Ja, guter Punkt. Das war natürlich, wie es so oft ist, wenn man Glück hat beim Autokauf, ist es nicht nur Glück, sondern man muss sich auch vorher informieren. Ja. Das heißt, es gibt ich weiß nicht, ob es eine Gesellschaft ist oder eine Firma, ist ja auch egal. Das ist Classic Data heißen die. Die machen Wertgutachten und bringen auch jährlich eine Zeitschrift raus, in der sämtliche Modelle gelistet sind mit Wertentwicklung der letzten Jahre und Zustandsnoten und dem jeweiligen Preis, wenn das Auto diese Zustandsnote hat. Das heißt, du kannst ganz genau vor Ort gucken, okay, welche Zustandsnote habe ich, Ja. vorausgesetzt, du bewertest das alles richtig Ja. und kannst dir dann ungefähr denken, wenn du die Preise im Kopf hast, wie viel das Auto denn wirklich wert ist und das ist dann auch eine gute Verhandlungsbasis. Idealerweise hat der Verkäufer auch noch ein Wertgutachten oder sowas. Ja. In dem Fall war es nicht so, weil das Auto war 10 Jahre in der Garage gestanden, weil der Opa war verstorben, dem das ursprünglich gehörte, und die Tochter hat es geerbt und die haben das dann verkauft. Genau, und deshalb war das kein Zufall. Das war schon quasi abzusehen, dass das ein Modell ist, was besonders heiß ist, muss man Ja. sozusagen. Und ja, hat sich dann zum Glück bestätigt, kann natürlich auch anders sein. Es gibt auch das Gerücht, dass es eine sogenannte Blase gibt im Oldtimer-Markt. Da gibt es dann gewisse Modelle, die sind halt exorbitant teuer. BMW, da gibt es alte BMWs, insbesondere der Mercedes SL Flügeltürer, Ja. die steigen exorbitant in den Millionenbereich und irgendwann kann es sein, platzt halt die Blase und das ist alles gar nicht so, wie sie da weggehen, die Karren. Ja. Aber andererseits gibt es da auch interessante Aspekte in dem Markt. Beispielsweise wurde jetzt in China das Importgesetz gelockert und jetzt dürfen dort Oldtimer aus Deutschland importiert werden. Ja. Das sind alles so Faktoren, aber ja, sicher sein kann man sich da nie und deshalb immer auch die Sache, man muss auch Spaß haben an der ganzen Geschichte und Ja. sich freuen, wenn man mit dem Auto fährt. Ja, cool, ey. Das ist sehr interessant. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Wie hieß noch mal diese Zeitschrift, dieses Magazin? Irgendwas mit Data? Ja, also Classic Data ist die Gesellschaft Classic und Data, okay. Data, genau, also Daten, genau. Und die Genau. bringen ein Magazin raus, das heißt Oldtimer Markt. Und das ist dann wahrscheinlich so ein richtig dickes Ding einmal im Jahr, wo man dann ganz viele unterschiedliche Daten durchgehen kann, vergleichen kann und dann immer sieht, welches Auto ist jetzt seit letztem Jahr gestiegen oder gefallen oder. Ganz genau. Es erinnert mich ein bisschen an meinen Vater, der so ein riesiges, also wirklich riesig dickes Buch über Fotokameras hat. Auch so die ganzen alten Klassiker. Und dann in seiner ganzen Freizeit, das erinnert mich nämlich, also das einmal erinnert mich ein bisschen an Warren Buffett, weil das Buch, was ich gerade von ihm gelesen habe, oder gerade noch dabei bin zu lesen, das Leben ist wie ein Schneeball oder so heißt es auf Deutsch. Und der hat einfach damals ein riesiges Manual von Moody's genommen und dort einfach alle Aktien, die er finden konnte, durchgelesen. Einfach sich hingesetzt und gelesen, gelesen und hat sich. Und dadurch, dass er so ein gutes Gedächtnis hatte, hatte er dann ständig ganz, ganz, ganz viele Firmen parat und präsent. Und wenn er dann durchgegangen ist, durch aktuelle Meldungen, konnte er halt immer gleich die Verbindungen schließen, noch zu seinen damaligen Analysen, so wie viel die Firmen wert sind und so, ne? Mein Vater hat das Gleiche häufig mit diesen Kameras gemacht. Und hat teilweise schon auf Flohmärkten alte Fotokameras gekauft für 20, 30 Euro, weil natürlich einige Besitzer halt nicht um diesen Wert teilweise wissen. Ist natürlich jetzt nicht, kommt jetzt nicht jede Woche vor, der macht das nur so hobbymäßig, aber er hat dann schon einige Male so Beispiele gehabt, dass irgendwie eine Kamera, die er für 30 Euro gekauft hat, die hat er dann bei eBay für 800 € oder so verkauft, weil die halt eigentlich richtig viel wert war. Also da sieht man halt, was solche Sachen ausmachen, wenn man einfach sich solche Dinge mal durchliest und einfach sich Wissen dazu aneignet, dann kann man natürlich auch in gewisser Hinsicht dann profitieren, wenn sich so eine Chance bietet. Aber natürlich ab und zu gehört auch Glück dazu. Was bestimmt denn bei so Oldtimern
jetzt was die Blasenbildung angeht, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was bestimmt denn da so konkret jetzt diese Wertsteigerung? Einfach, dass es dann tatsächlich irgendwie immer weniger von einem bestimmten Modell gibt, oder gibt es da noch andere Faktoren, dass irgendwie ein Auto so gehypt wird aufgrund irgendeinen Anlasses oder so, warum es da eine Ja, Blase gibt? genau, also das ist dann einmal der ganz klare Hype-Faktor, den gibt es definitiv. Beispielsweise ist das Modell heißt BMW 507, das war von Elvis Presley damals ein Auto. Und der hat auch dadurch, dass das war dann auch in den Medien das Auto und also da gehört immer solch ein Faktor dazu, aber grundsätzlich sind es Modelle halt eben, die wenig produziert wurden, meist sportlich sind oder halt eben extremen Kultfaktor haben. Beispielsweise ein Käfer ist jetzt nicht sportlich, gibt es auch zuhauf oder auch beispielsweise, nee, lassen wir den Käfer weg, den gibt es noch zu häufig und der ist noch nicht zu viel, also allzu viel wert. Aber die VW-Busse, T1, T2 mit vorne einer getrennten Frontscheibe, also Ja. diese klassischen alten VW-Busse, das ist Kultfaktor und die gehen mittlerweile auch durch die Decke, also was heißt durch die Decke, aber 50.000 Euro für einen Fensterbus, also so hieß das Modell, das ist alles schon mittlerweile Wow, da auch relativ hoch. so einen hatten wir sogar mal, so einen VW-Bus, einen richtig alten, so roten mit blau, mit weißen Fenster gestrichen oben so. Und wenn dann aber der Hype mal bei einem Auto irgendwie weg ist, dann fallen natürlich dann die Preise. Ja. Okay, interessant, aber interessant zu wissen, dass also das ist natürlich aber trotzdem für alle Zuhörer keine Widerlegung meines einen Videos, dass ein Auto kein Investment ist, weil da ging es ja eher um das ganz normale, ja, den ganz normalen Gebrauchtwagen oder den ganzen normalen Wagen, den man so ja, einfach so benutzt. Ja, das Und stimmt. also ich weiß jetzt, es ist natürlich auch wieder zu überlegen, ob die Autos von heute, die jetzt gerade so in Serie gehen und die Leute jetzt fahren, ob jetzt zum Beispiel mein Renault Scenic irgendwann mal ein Oldtimer ist. Also ich denke mal eher, ich denke mal eher nicht. Das ist auch eine schwere Frage, mit der man sich auch beschäftigen muss, denn ab 85, 90, also Baujahr, Ja. ist halt einfach auch die Versiegelung der Karosserie mittlerweile, die ist so gut geworden, dass halt eben auch sehr viele Autos, ich nenne es jetzt mal, überleben. Sprich, ein Audi A8, der vielleicht aus den 90, ach, weiß ich nicht, ob es den 90 gab, nehmen wir einen 7er BMW, der ist halt einfach heutzutage auch noch in einem Zustand, der viel besser ist als so ein Auto aus den 60ern, wo Rostschutz noch gar nicht erfunden war und man noch nicht daran dachte. Deshalb ist da auch die Frage, diese Grenze von 30 Jahren, ab der ein Auto als Oldtimer gefahren werden kann, ob die nicht demnächst angehoben wird. Denn sonst Das, könnte ja jeder Golf 2 als Oldtimer angemeldet werden, der bei irgendwelchen Studenten rumsteht und die dadurch einen steuerlichen Vorteil dann haben. Also das ist die Frage, was da dann kommt. Da bin ich mir sicher, in den nächsten 3 Jahren wird dann eine Auflage verschärft. Also seien es dann 35 Jahre oder wie auch immer. Ja, wenn dann irgendwann in ein paar Jahrzehnten nur noch automatische Autos rumfahren und fliegen, dann werden wahrscheinlich alle Autos, die jetzt gerade sind, noch Oldtimer sein. Aber Genau. naja, okay, interessanter Punkt auf jeden Fall. Danke für dieses kleine Episode hier in Richtung Oldtimer. Also da sieht man mal wieder, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt um den effektiven realen Vermögensgewinn geht, ist es zumindest schon mal ein Investment, was wahrscheinlich aktuell besser rentiert als die Staatsanleihen oder so. Und du hast eine Sache, mit der du immer mal wieder auch vor der Freundin oder so angeben kannst. Ja, das stimmt. Ist natürlich auch noch mit anderen Faktoren verbunden, also Stellplatz und solche Sachen. Also es ist schon sehr speziell, also muss man gucken, aber für Leute, die sich da eh interessieren, die können sich das zumindest mal angucken, also die auch Platz haben. Genau. Okay. Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal wieder zum nächsten Thema, was wir auch eingangs schon thematisiert hatten, nämlich ja, Human Capital, beziehungsweise ja, einfach dieses, ich sag's ja immer, Aktienausbildung Arbeit, und sage, dass man halt sich, wenn jetzt finanzielle Freiheit das oberste Ziel ist oder eines der größten, dass man halt sich konsequent in allen drei Bereichen
weiterentwickeln sollte. Je mehr und je intensiver, desto schneller geht es halt. Ja. Bei mir hat es im Endeffekt, ich habe ein bisschen später angefangen, also wo du jetzt schon mittendrin bist, mit 21, habe ich erst mit 24 ja angefangen, überhaupt wirklich mal die Augen aufzumachen und aktiv sowas anzugehen, proaktiv. Ja. Und ja, hat aber nur 5 Jahre gedauert, weil ich einfach richtig Gas gegeben habe. Und jetzt ist meine Frage an dich als erstes, und zwar, was glaubst du, hat damals in diesem Assessment, also bei dieser Bewerbung, die du ja gemacht hattest, was hat dann dazu geführt, dass die dich eingestellt haben? Haben die das erklärt oder hast du da eine Ahnung? Also, es kann durchaus sein, einfach der Punkt oder der Fakt, dass wenn du so jung bist, in Anführungszeichen, also wir wurden in Gruppen aufgeteilt Ja. und in meiner Gruppe war ich auch der Jüngste. Wie viel waren da insgesamt in der Gruppe? Wir waren 4 Leute. Okay, und wie Also läuft es dann so ab, so ein Assessment? es waren insgesamt erstmal, um so zu sagen, es waren 12 Leute, es wurden dann aufgeteilt in 3 Gruppen Ja. und dann läuft das Ganze so ab, dass es eine Gruppenaufgabe gibt, in der du eine gewisse Sachlage vorgegeben bekommst und dann Lösungsansatz präsentieren musst. Und Also gar gefolgt kein dann, klassisches Bewerbungsgespräch eigentlich. genau, also das Okay. gibt es dann auch noch. Also nach diesem Gruppentest folgt dann ein klassischer Einstellungstest, wo einfach Wissen abgefragt wird per Multiple Choice. Und dann gibt es danach wiederum noch eine Theorie, die du erklären musst einem Vorgesetzten. Also du kriegst einen Zweiseiter, wo eine gewisse Theorie, das war damals, ich habe es jetzt noch im Kopf, die Theorie des relativen Gruppenkonflikts, hört sich wild an, war es aber eigentlich gar nicht. Die musst du dann halt eben einem Vorgesetzten in einem Dialog erklären. Sprich, das ist quasi ein Rollenspiel. Er Ja. ist in einer gewissen Situation und du musst ihm quasi einen Ansatz geben, wie du ihm helfen kannst und erklärst ihm das anhand dieser Theorie. Und Ja. anhand nach danach abschließend gab es noch eine kleine Präsentation und dann hast du letztendlich gesagt bekommen, okay, wir nehmen dich oder wir nehmen dich nicht. Ja. Genau. Und wie viel wurden genommen insgesamt? Ich weiß nur, wie viele aus meiner Gruppe genommen wurden. Das waren dann ich und eine weitere Anwärterin. Also Okay. das war eine Frau war dabei und 2 Herren noch. Ja. Und aus unserer Gruppe wurden dann 2 genommen. Und okay, nee, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Bewerbung und so. Noch einen ganz kleinen Schritt, das hatte ich vorhin vergessen. Wie hat sich diese Chance überhaupt ergeben durch dieses Assessment? Ja, da muss man auch wiederum sagen, ich wäre da allein niemals drauf gekommen. Niemals. Allein schon mich bei so einer großen Firma direkt zu bewerben, weil ich Ja. halt eben aus einem sehr kleinen Unternehmen komme, in dem ich ausgebildet wurde. Ja. Meine Schwester arbeitet in dieser Firma und hat gesagt, wir suchen Leute, guck dir doch mal die Stelle an, hat mir die Stelle per E-Mail geschickt. Ja. Ich habe dann die Stelle mir angeschaut, dann hat das Ganze begonnen, dass ich meine Unterlagen online in so ein Portal eingefüllt habe. Und dann irgendwann kam ein Anruf halt eben. Und meine Englisch-Skills, die waren so dermaßen am Abgrund zu dem Zeitpunkt, die hat wirklich, die Interviewerin, die HR-Frau, die hat gesagt, ich lade Sie ein zum Assessment Day, aber beschäftigen Sie sich nochmal intensiv mit Englisch. Ja. Ja, weil das war wirklich nicht besonders gut, weil das kann man sich halt, das würde ich sagen, war so der schwerste Punkt zu dem Zeitpunkt, weil ich war quasi 3 Jahre raus, weil durch die Ausbildung, es gab in der Ja. Ausbildung berufliches Englisch, aber da galt es dann auch wirklich, dass man halt selbst in der Schule dann damals nicht der Schlechteste war. Also da musste man schon, ja, es ging. Also die Englischkenntnisse, die sind auch mittlerweile viel, viel besser, weil ich halt eben auch im Beruf dann sehr viel Englisch sprechen muss. Ja. Aber es war schon ein bisschen Überwindung und es war vor allen Dingen deshalb so wichtig, dass auch man sagt Komfortzone, die Komfortzone zu verlassen, weil man im Gespräch, also in diesem besagten in dieser Gruppenaufgabe, die es gab, da kam dann eine Person rein,
und wollte halt eben die Lösung präsentiert bekommen, und zwar auf Englisch, was vorher nicht angekündigt war. Ah, sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fängst du jetzt einfach an. Ich habe dann angefangen, das hat mich echt viel Überwindung gekostet. Und das war aber, denke ich, der ausschlaggebende Punkt. Das wurde auch später noch gesagt, dass dadurch, dass ich auch da als erster direkt Initiative gezeigt habe, dass es die überrascht hat quasi. Ja. Und das war aber im Prinzip nur eine Ablenkung, dass meine Englisch-Skills vielleicht nicht die sichersten sind. Da habe ich erstmal dadurch vielleicht Aufmerksamkeit geschaffen, dass ich als erster was gesagt habe. Was auch natürlich kein, das war kein Unsinn, den ich gesagt habe, sondern es war halt eben einfach so eine sachliche Erläuterung. Ja. Aber dadurch haben die dann erstmal, da habe ich den Fokus erstmal von mir dann weggelegt danach. Und bin dann relativ passiv geblieben im restlichen Gespräch. Ah, die ganze Taktik sozusagen. Ja. Okay, also was ich da sofort rausgehört habe und viele Leute, die bei uns bei Aktie mit Kopf auch ab und zu mal reinschauen bei YouTube, die sagen dann, ja, warum sagst du denn immer Balance Sheet statt Bilanz oder warum sagst du denn immer irgendwas von ja, klein ich Book Value und sag das doch mal auf Deutsch, ne? Also das ist alles, was ich da mache, also nicht alles, aber vieles hat schon einen Sinn, weil ich einfach durch meine englische Ausbildung auch in der Schule damals schon einfach weiß, dass man, wenn man eine Sprache mehr beherrscht und vor allem das Englische, ja, was einfach mal Weltsprache Nummer 1 ist, es manchmal diese Kleinigkeiten sind, die dann dazu führen, dass du halt entweder einen Job hast auf einmal oder halt keinen und wieder studieren musst. Und da sieht man halt, das kombiniert, also du hast dich nochmal intensiv mit Englisch beschäftigt, dann hast du die Initiative ergriffen und vor allem, du hast einen der wichtigsten Grundsätze überhaupt befolgt, überhaupt, wenn es meiner Meinung nach um Erfolg und so geht, du hast auf die gehört, die es schon macht. Das heißt, du hast auf deine Schwester gehört, die schon das gemacht hat, was du ungefähr auch machen wolltest, ja. Und in diesem Fall hat es dann dazu geführt, dass du eine Chance wahrgenommen hast, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, ja. Und damit will ich nur sagen, wenn deine Schwesterin jetzt nicht in diesem Unternehmen als auch vielleicht IT-Beraterin oder weiß nicht genau, was sie auch, ob sie es auch macht, IT-Beratung oder macht sie Nein, was? sie ist auch im HR. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Okay. Was heißt Genau. HR? Human Resources, also Okay. Personalmanagement. Okay, aber sie ist sozusagen in der gleichen Richtung. Ich will jetzt nur sagen, wenn sie jetzt irgendwie, sagen wir mal, Lehrerin wäre und Ja, dir genau. dann Buchtipps und die dann deine Tipps geben will für deine Ausbildung, dann wäre es schon eher so eine Sache, wo ich sagen würde, hör nicht unbedingt immer auf das, was die Verwandten dir an Tipps geben. Ja? Aber in diesem Fall haben meiner Meinung nach diese drei Faktoren dann vielleicht dazu beigetragen und vielleicht noch viele andere, ein bisschen Glück. Keine Ahnung, aber wen interessiert das schon? Im Nachhinein hast du es einfach gepackt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage erstmal ganz kurz für so absolute Anfänger wie mich in diesem Bereich. Was machst du eigentlich als IT-Berater genau? Beschreib doch mal vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen so einen klassischen Tagesablauf, wie deine Arbeit mit einem Kunden aussieht. Okay, also es ist so, ich bin jetzt zurzeit im Bereich Mobile tätig. Das heißt jetzt aber nicht, dass das für mich der Bereich ist, in dem ich sage, da bin ich jetzt, das ist mein Schwerpunkt, sondern da muss man wirklich offen sein, insbesondere in der IT. Da gibt es ständig neue Technologien. Da musst du relativ offen sein, brauchst dann gute Soft Skills, um dich dann immer wieder in neue Themen auch reinzufuchsen, muss mal so zu sagen. Und jetzt ein Tag, der sieht dann halt eben so aus, du bist jetzt nicht derjenige, der da unbedingt Sachen implementiert, also der jetzt dort irgendwelche Server einrichtet oder Installationen macht, sondern du berätst tatsächlich, du bist eher in beratender Funktion, wie der Kunde was am besten durchführt. Oder unterstützt ihn bei Durchführungen. In dem Fall, im Mobile-Bereich beispielsweise, kann man sich ja vorstellen, es gibt Entwicklungen, also es gibt Entwickler, die entwickeln zum Beispiel eine App. Ja. Diese App, die muss getestet werden. Das heißt, dieses Testing, das koordiniere ich. Da geht es dann darum, was muss getestet werden, welche Funktion, wie sieht das Testset aus, also auf welchen Geräten testen wir.
Welche Testfälle haben wir? Wie können wir das Ganze am besten durchführen? Und wie sind letztendlich unsere Ergebnisse? Wie viele Defects, also wie viele Fehler haben wir in unserer Applikation? Was ja dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt ist, die Verbesserung der Applikation. Also wir Ja. helfen dem Kunden, eine bessere Applikation zu liefern. Und das Ganze läuft dann halt eben über, das ist halt eben ein Task, der viel Aufwand fordert in der eigentlichen Durchführung. Und deshalb ist das Ganze outgesourced nach Indien, weil da natürlich die Arbeitskosten deutlich geringer sind. Und ich koordiniere das Ganze halt eben. Deshalb auch die Sache, dass ich sehr schnell jetzt sehr viel Englisch gelernt habe. Also das ist wirklich Learning by Doing. Man hat die Basics einfach drauf, noch aus der Schule, was Zeiten angeht. Und ein gewisses Grundvokabular, und das kann da natürlich gut erweitert werden, auch in dem Sinne. Und fliegst du dann nach Indien direkt hin zu dem oder machst du es mit denen dort oder machst du das über den Computer dann über TeamViewer oder wie? Das läuft alles über wöchentliche Calls, also sprich, Ja. wie wir gerade. Ja, Das ist also okay. mein täglich Brot, was ich hier gerade mit dir mache. Und Meins auch. Genau, also natürlich findet da noch ein Austausch statt mit diversen Dokumenten und Ja. diversen Tools, die wir da haben, also sprich Programmen, in denen dann Ja. Dinge eingetragen werden. Ja. Aber im Prinzip gesehen habe ich die Kollegen noch nicht, obwohl ich jeden Tag, also quasi mit ihnen arbeite, ja. Ja, Ja. okay. Und wie läuft es jetzt innerhalb deines Unternehmens ab? Also wie erstens, was ist genau Human Resource? Und zweitens, ja, von wem kriegst du dann quasi die Anweisungen, was jetzt anfällt in der Woche? Oder musst du auch zum Beispiel pendeln irgendwo? Oder wie läuft sowas alles ab? Okay, also vorab schon mal, Human Resources ist im Prinzip nur die Einheit im Unternehmen, Ja. welche neue Leute einstellt. Also meine Schwester, die ist wirklich dafür zuständig, neue Leute einzustellen und hat deshalb auch den Überblick natürlich gehabt, diese Stelle, die passt besonders, also Ah, da suchen okay. wir, ja. Ja. Und deshalb kam ich auch darauf. Und das ist dann wirklich eine andere Abteilung innerhalb der Firma. Ja. Wie die Abteilung, in der ich jetzt bin. Ja. Meine Abteilung heißt Infrastruktur. Das heißt, wie meine Ausbildung auch schon gesagt hat, Systemintegration. Wir integrieren also gewisse Systeme in eine Infrastruktur. Und das ist jetzt quasi das nächste Level, Infrastrukturberatung dann. Ja. Genau. Und was hattest du noch gleich gefragt außerhalb des Human Resources? Genau, wie sieht es aus mit Pendeln beispielsweise? Ja, genau. Also fährst du überhaupt noch zu Kunden hin oder? Ja, also das ist schon der Fall, weil ich bin nicht voll ausgelastet durch dieses Thema und habe da noch zwei, drei andere Sachen, in denen ich unterstütze. Da muss man ganz klar sagen, ich bin da auch in der Rolle, kann man sich ja vorstellen. Ich bin Berufseinsteiger dennoch. Ja. Und da hast du dann schon auch deine Doings, die du runtergeschoben bekommst von oben. Und nichtsdestotrotz hast du aber eine gewisse Freiheit. Das kommt aber sehr auf den Kunden drauf an. Das Ja. kann Vor- und Nachteile haben. Das heißt, umso mehr Freiheiten du bekommst, umso schneller kriegst du natürlich auch Verantwortung und umso mehr hast du dann letztendlich auch zu tun, was natürlich einerseits sehr gut für dich ist, weil du dann entsprechend gut bewertet werden kannst und auch natürlich persönlich dich gut entwickeln kannst. Aber die Freizeit geht dann entweder flöten und es ist natürlich auch Stress. Ja. Und da muss man sich dann selbst überlegen, wie man da handelt. Also da ist auch ganz klar die Beratung dann aber der falsche Punkt für. Ja. Da muss man dann einfach also Beratung ist für Karriere, für den Einstieg, um schnell voranzukommen, viel mitzubekommen, viel Erfahrung zu sammeln in kurzer Zeit und um dann letztendlich auch zu wissen, was man dann tiefergründig machen will. Ja. Und es sieht dann so aus, dass ich 5 Tage meistens vor Ort bin und alle 2 Wochen mal 4 Tage, da habe ich dann Homeoffice-Option. Aber ich Ja. pendle dann jede Woche von Frankfurt nach Ingolstadt. Okay. Wie weit ist das? Circa 400 Kilometer. Okay. Also es läuft dann per Zug, weil das ist halt auch genau der Punkt, weshalb ich auch jetzt hier auf die Podcast gekommen bin beispielsweise, Ja. weil in Zug ist es halt eine super Sache. Genau, für mich im Flug dann immer. Ja, Ja. Flug meistens 2,5 Stunden nach Deutschland irgendwo, Ja. gleich zwei, drei Podcasts drin und dann hat sich das gegessen. Ja. Genau. So kann man die Reisezeit dann ganz gut überbrücken. Es ist aber Ja. auch so, dass es alles zeitlich begrenzt. Also man ist da relativ flexibel. Ja. Das heißt, es kann sein, dass ich dann in 5 Monaten beispielsweise bin ich dann wieder irgendwo in Frankfurt. Und man kann sich das auch mehr oder weniger aussuchen, wo man hinkommt.
Wie das passt mit dem Thema. Es ist natürlich so, insbesondere wenn man neu ist, da sollte man nicht direkt blocken und sagen, nee, hier, da habe ich keine Lust drauf, das ist nicht so mein Thema. Deshalb muss man schon mal die Reise in Kauf nehmen jetzt quasi. Ja. Und da war ich aber auch offen und ehrlich, da war ich halt auch offen für und habe gesagt, ja gut, das mache ich. Und genau, so sieht das Ganze aus. Da hast du auch gerade einen der wichtigsten Punkte für junge Leute angesprochen, meiner Meinung nach. Also, wenn man Karriere machen will, dann sollte man immer als erstes richtig overdelivern, ja? Also einfach overdelivern, einfach Gas geben, einfach zeigen, was man drauf hat. Und dann irgendwann, wenn man sich bewiesen hat, dann kann man, also meiner Meinung nach, die Forderungen stellen und dann kann man auch mitverhandeln. Und aber erstmal ist nicht die Firma in erster Linie dafür da, deine Karriere jetzt bis ins Unermessliche zu führen und dich zum Multimillionär zu machen, sondern in erster Linie bist du für die Firma da. Und also so ist meine Einstellung jetzt. Ich bin natürlich jetzt nirgendwo angestellt, aber so mache ich es jetzt gegenüber dem Kunden. Und im Endeffekt müsst ihr ja auch einem Kunden dienen, ja, und ihm helfen, sein Problem zu lösen. Und wenn man jetzt, meiner Meinung nach, haben viele junge Leute heutzutage so ein bisschen so eine Einstellung von wegen, ja, boah, jetzt muss ich da irgendwie pendeln oder boah, jetzt muss ich da das und das von machen, ja. Und dann sagen sie gleich irgendwie, ja, es ist nichts für mich oder nee, habe ich keine Lust drauf. Aber das ist jedenfalls, wenn man jetzt Karriere im Fokus hat, nicht die richtige Einstellung. Da muss man nochmal seine Einstellung so ein bisschen überprüfen, meiner Meinung nach. Wie ist es denn jetzt, wenn wir nochmal zum Thema Arbeit, Aktien, Ausbildung kommen, mit deiner Ausbildung, mit deiner weiteren, siehst du jetzt, also erstmal kurz, das hatten wir noch gar nicht gesagt, wie lange bist du jetzt schon genau da, in der Firma? Ich bin da seit Oktober. Okay, seit also gut einem halben Jahr, als Genau. ich nach Malle gezogen bin auch. Und ja, Studium Wirtschaftsinformatik, was meinst du? Würde dich das jetzt nochmal irgendwie von den Qualifikationen weiterbringen, wenn wir jetzt mal deine Zukunft, was die Karriere betrifft, am Auge behalten? Oder meinst du, du kannst es jetzt auch nur über diesen tollen Job schaffen, dich aufs gleiche Level zu bringen? Oder wie siehst du das? Du kannst es tatsächlich, wenn du es voll durchziehst, durch den Job schaffen und dann auch schneller als jeder andere, weil du quasi die Studienzeit sparst. Das musst du dann halt eben knallhart durchziehen bis zum Manager-Ebene. Das heißt, sagen wir mal, 10 Jahre. Das heißt, man könnte theoretisch mit 30, 31, wenn man Vollgas gibt, aber das ist dann auch echt eine heftige Nummer, auch ohne Studium gut klarkommen, denke ich. Wobei man dann natürlich auch immer das nötige Glück haben muss. Man darf sich da nicht irgendwie zoffen und so weiter, wobei das auch nicht der Fall ist. Also es ist wirklich gutes Klima. Aber Thema Studium ist natürlich trotzdem sehr, also es schwirrt mir schon im Kopf rum, muss ich ganz klar sagen. Liegt halt auch daran, dass viele Firmen dann trotzdem sagen, betrachten wir das Ganze mal im Alter von 35. Gehen wir mal jetzt 15 Jahre nach vorne. Dann habe ich einen Kandidat, der mir gegenübersteht. Ich bin auch Kandidat. Der hat ein Studium, ich habe keins. Er hat 10 Jahre Berufserfahrung, ich habe 15. Ja, wer wird wohl genommen? Das ist die Frage. Vielleicht habe ich dann auch schon höhere Gehaltsvorstellungen, weil ich halt eben 15 Jahre Berufserfahrung habe. Und er hat halt eben ein Studium nachzuweisen, ich dann nicht. Das heißt, jetzt im Moment macht man sich natürlich oder denkt man sich, ja, ich habe einen super Job, alles bestens, aber wie sieht es halt in den nächsten Jahren aus. Und wenn man studiert, dann sollte man das so früh wie möglich machen, denke ich. Und das ist halt eben der Punkt. Das ist Ja. auch das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du auch angesprochen hast, also angerissen. Das habe ich auch nicht so gewusst, weil ich kenne mich ja null im Prinzip aus mit solchen großen Firmenstrukturen und so. Aber ich habe damals über meinen Bruder auch erfahren, dass, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mal so die klassische Lehrbuchkarriere betrachtet, dass es eigentlich eher ein Nachteil ist, wenn du zu lange in einer Firma bleibst, was deine Karriere betrifft, weil du halt dann quasi, also mein Bruder meinte irgendwie als Maschinenbauer zum Beispiel, also wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie da so die Unterschiede sind, aber ich glaube, es war irgendwie, dass du im Prinzip nach 6, 7 Jahren spätestens schon irgendwo
wieder wechselst zu einer anderen Firma und das dann auf dem Lebenslauf am Ende besser kommt, als wenn du jetzt irgendwie 20 Jahre oder so in einer Firma warst. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, aber das ist das, was ich irgendwie so schon häufiger jetzt gehört habe oder mitbekommen habe, dass es gar nicht unbedingt sehr gut ist, wenn man irgendwie jetzt nur die ganze Zeit in einer einzigen Firma war. Ja, definitiv, stimmt. Kommt aber halt auch auf die Firma drauf an. Also in der Beratung beispielsweise, da bist du sowieso immer nicht, also da bist du ja nicht in einer Firma, sondern bist halt eben über 10 Jahre wegen mir bei 15 verschiedenen Kunden, die du dann auch als Referenz nennen könntest. Kommt natürlich darauf an, ob du es darfst oder nicht. Aber das ist da schon ein bisschen was anderes und da kann man auch, also da kannst du in der Beratung relativ schnell trotzdem Karriere machen, aber im Normalfall geht es schon, oder selbst in der Beratung geht es dann schneller, wenn du wechselst. Das heißt, wenn du dann 2 Jahre insbesondere in der Beratung Erfahrung hast und gehst zu einer anderen Beratungsfirma, dann wirst du da natürlich eventuell direkt noch ein Level höher eingestellt, weil du natürlich das Know-how hast in der ganzen was Beratung angeht. Also ein Wechsel, das stimmt schon, das ist meistens eher förderlich. Okay, also ich weiß allerdings auch, dass zum Beispiel dieses finanzierte Vollstudium und so weiter bei meinem Bruder auch an einige, glaube ich, Bedingungen geknüpft war, ne? Also dann kannst du natürlich nicht sofort danach wechseln, dann sind die natürlich eher erstmal sauer. Also Genau, hat auch ja. Vor- und Nachteile, ne? Aber Genau. wie ist es denn jetzt bei so Beratung und so? Da denkt man immer, ich denke dann immer gleich an diese ganzen Hollywood-Filme und so. Mit den geilen Anzügen fährt man in die fetten Autos rum und so. Gibt es dann auch in der Firma so eine Art Status, dass du irgendwann so ein Partner bist irgendwie? Oder gibt es da gar nicht? Also wie bei diesen Anwaltskanzleien Ja, also fette Anzüge, das gibt's, dicke Autos gibt's nicht. Oh, schade. Kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt ein dickes Auto dann haben möchte oder nicht. Also gehen tut natürlich alles irgendwie, aber ja, es ist diesen Partnerstatus, den gibt es. Es gibt, also ich glaube, es heißt aber bei uns dann Managing Director. Und ja, natürlich, das ist aber dann schon ein weiter Weg. Also da reden wir dann 20 Jahre. Vom Einstieg bis zum, also jetzt ohne Studium, ja, ohne Studium. Mit Studium steigt man ja auch schon auf höheren Stufen ein. Das heißt, wenn ich jetzt ein Studium Bachelor gehabt hätte, wäre ich direkt ein Level höher gekommen, Studium Master noch ein Level höher. Das heißt, ich muss jetzt erstmal im Idealfall 2 Jahre arbeiten, dann bin ich auf Master Level. Also Mit nur 23, überleg dazu. mal. Ja, gut, beruflich halt. Das ist halt eben dann auch die Sache, nochmal um zum Studium zurückzukommen. Wenn man dann sich nochmal überlegt, beispielsweise Daimler, die Firma. Da ist dann wirklich, die haben das so strukturiert, die sagen beispielsweise ab Abteilungsleiter nehmen wir nur Master oder sagen wir Bachelor und Vorsitzende sind direkt nur mit Doktor. Also die haben da wirklich feste Richtlinien. Das heißt, da muss man sich natürlich, macht man sich schon seine Gedanken, ob allein diese Bescheinigung hier, ich bin Bachelor, ob das nicht tatsächlich dann, wie wichtig das wirklich ist, da kann man sich, denke ich, drüber streiten. Das ist ziemlich schwer und man sagt ja auch heutzutage, dass irgendwie der Bachelor an Niveau verliert und sowas. Was bringt noch der Bachelor und muss man nicht den Master machen? Also schwer das Thema. Das ist auch ein Thema ziemlich, da könnte man auch noch mal bestimmt mal eine Serie vielleicht mit so einem Experten machen, der sich da besser auskennt, aber das verfehlt natürlich auch das Thema des Kanals. Wollte Aber ich gerade sagen, das geht dann ein ja. bisschen zu weit, glaube ich, in Richtung Allgemeinbildung oder so. Definitiv, ja. Ja, nee, aber auf jeden Fall waren hier einige spannende Dinge dabei. Ich fasse nochmal zusammen. Früh Gas geben, die Chancen nutzen, die man hat, Englisch lernen, sich umhören, die Initiative ergreifen, nebenbei einen Oldtimer kaufen, sich immer informieren. Und in deinem Fall war es dann zum Beispiel diese Classic Data Geschichte, kann ich ja auch mal in die Shownotes noch verlinken, wenn es da irgendwo online irgendwas gibt, wo man sich informieren kann oder so. Dann ja, in der Firma natürlich Vollgas geben und ja, Genau. nicht gleich rumheulen, nur wenn man mal pendeln muss, sondern Richtig. einfach Podcasts hören, wie zum Beispiel den hier. Und Genau. dann läuft es auch alles. Ja, Denke ich auch. hast du zum Abschluss noch irgendwelche letzten Worte oder irgendwas zum Thema Ausbildung, Aktien, irgendeinen Bereich, den wir nochmal anschneiden sollen? Ja, ganz kurz, vielleicht noch das Thema Gold, was auch noch Gold. als, also ist auch
eine Möglichkeit, die ich jetzt auch noch so im Fokus habe, einen gewissen Prozentsatz einfach des Kapitals auch noch in physischem Gold zu haben. Also ist natürlich auch dann immer die Problematik mit dem Lagern und so, aber ist auch noch, also das wollte ich Kannst. nicht noch links liegen lassen, weil wir hatten Oldtimer erwähnt als Alternative zu Aktien. So, und physische Rohstoffe sind, denke ich, auch noch ein interessanter Punkt. Hast du dich schon näher damit beschäftigt oder schon was im Besitz oder? Ja, also bisschen was ist im Besitz. Da Okay. muss man auch zur Strategie kann man da eigentlich sagen, also so habe ich es jetzt, ich weiß nicht, ob es optimal ist, aber so habe ich es bisher gemacht. Ähnlich wie bei Sparplänen, erstmal punktuell immer ein bisschen kaufen, dass man doch einfach diese, beim Goldpreis insbesondere ist ja auch so die Sache, dass man da ein bisschen den Durchschnitt halt eben über den Durchschnitt kauft. Was heißt das, über den Und Durchschnitt kaufen? also beispielsweise ist der Preis einmal bei 1200 Euro. Dann hat man halt eben leider zu dem Zeitpunkt, kauft man das Gold für 1200, aber man kauft halt eben nicht direkt für 5000 Euro Gold zu dem Zeitpunkt, sondern nur für 500. Und dann kauft man nochmal 3 Monate später für, der Preis ist dann wegen mir bei 1000, für 1000 Euro und hat dann den Durchschnitt von 1100. Also einfach um da Risiko, ein bisschen Risiko, also den Einstiegspunkt quasi, dass man, dass der Einstiegspunkt egal wird, weil man halt eben immer kontinuierlich kauft. Ist es denn bei Gold, ich habe mich da noch nie so mit beschäftigt, ist es denn so, dass da, dass man da nicht, also viele nehmen ja an, dass der langfristig immer höher und höher steigen wird, weil die Vorräte angeblich endlich sind. Ich bin da ein bisschen sehr skeptisch, was das anbelangt, diese Theorie. Erstens kann es noch eine sehr lange Weile dauern, und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie alt man schon ist. Das gleiche gibt es ja zum Thema Peak Oil und so weiter. Aber andererseits, also man sollte einfach, glaube ich, vorher wissen, wie viel Prozent es sind, die man halt mit Ja, Gold absichern also will. Wenn man dann nicht anfängt, noch viel. irgendwie zu sagen, ja, ich mache es jetzt doch anders oder doch so, man sollte einfach sagen, hey, okay, 5% und dann passt es. Und man sollte es nicht unbedingt dann im Oldtimer-Kofferraum lagern, sonst ist es Genau. nicht diversifiziert genug, weißt Genau, ja. du? Ja, okay. Also ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, ja. Also Ja. Ja, ich genau. denke auch, also auch im, ich habe auch überlegt, mir so ein paar kleine Billon-Münzen mal zu kaufen. Einfach weil Gold ja was Schönes ist, so zum Anschauen auch und so, ne? Außerdem kann ich dann in den Videos immer zeigen, so. Genau, am besten an die Wand hängen. Ja, nee. Naja, okay, cool. Aber machen wir jetzt keine weitere Goldserie auf. Wir haben eigentlich die Stunde gut durchgefüllt mit Content hoffentlich, mit denen die Leute auch sich vielleicht motiviert weiterbilden können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weiter von dir zu hören. Und ja, dann vielen Dank auf jeden Fall auch, dass du hier warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, vielen Dank, Koya. Okay.